Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute mal nicht aus dem Studio, sondern ich bin quasi on the road. Und zwar wisst ihr ja alle, dass ich eigentlich momentan auf der Nürnberger Spielwarenmesse bin. Zum einen als Aussteller, zum anderen hier, um euch ein bisschen was zu zeigen. Aber heute mache ich etwas ganz Besonderes. Und zwar machen wir heute eine Nacht im Museum. Ich bin hier im Klemmbausteinmuseum Frankensteins in Eckern? Eckental. Ja, das ist ein Ort direkt in der Nähe von Nürnberg. Also wir sind schon eine gute halbe Stunde jetzt gerade vom Messegelände hingefahren. Der Dominik hat mich abgeholt, das ist der Betreiber hier von dem Museum. Und das ist schon sein Herzensprojekt gewesen. Und ich wechsle mal gerade hier die Ansicht, da zeige ich ihn euch nämlich mal. Da ist er. So sieht ein Museumsbetreiber aus für ein Klemmbausteinmuseum. Und das Ganze ist ja eigentlich ein Lebenstraum gewesen von einem guten Freund von ihm. Das wollten die zusammen machen. Und leider ist der verstorben, der Horst, vor einer ganzen Zeit. Ich konnte ihn noch damals mal kennenlernen auf der Messe. Da hatte ich Glück. Und jetzt führt das hier der Dominik alleine weiter. Und wir werden jetzt hier mal durchgehen und ich werde euch hier so ein bisschen zeigen, was es hier alles Schönes zu sehen gibt. Also hier sind wir im Eingangsbereich. Ne, hier kommt man rein. Momentan ist draußen dunkel, weil es ist halt wirklich schon spät nach dem Museum, wie schon gesagt. Und dann kommt man hier in den Vorraum rein und ihr seht hier, also es geht gleich gut los. Hier stehen gleich jede Menge Sachen, die man sich angucken kann. Ja, dann ist hier der Eingangsbereich. Dann haben wir hier die Preisliste für die Eintritte. Und man muss ganz ehrlich sagen, das hier ist ein Hobby. Das ist nichts, was sich trägt. Ja, das heißt also, die Eintrittspreise hier, die sind auch definitiv dafür da, um hier dieses Ganze mindestens ein bisschen zu refinanzieren, immer Strom und Wärme und sowas alles. Weil ihr seht hier, das ist relativ groß, zeige ich euch. Das braucht schon ein bisschen Wärme. Ja, also die Heizkosten, die werden schon an sich schon nicht schlecht sein. Ja, es ist auch viel Lego da, hier jetzt vor allem im Museumshop, durch den wir jetzt einmal gerade durchgehen. Aber man muss sagen, in dem Museum selber, hat mir Dominik erzählt, sind 80% der Steine, die hier verbaut sind, sind von alternativen Anbietern. Ja, das heißt also, das Ganze ist halt wirklich, hier ein Klemmbausteinmuseum. Ein Lego-Museum. Das ist schon ein bisschen spezieller. Ne? Wir haben hier jetzt verschiedene Marken im Museumshop. Wie das beim Museumshop so ist, da ist das Interessante hauptsächlich die Kleinsets, die man so mitnimmt, wenn man dann mal Sonntagnachmittag hier verbracht hat mit der ganzen Familie. Hier oben sind auch ein paar größere Sets. Aber das, was man von sowas halt mitnimmt, ist ja dann mehr so mal eine Kleinigkeit. Ne? Ein bisschen Mega haben wir hier. Lego haben wir hier, Maschinen haben wir. Und oben gibt es gleich, kann ich euch gleich noch zeigen, auch noch die Möglichkeit, nee, ist auch hier im unteren Bereich, kann man auch Steine absortieren. Das ist sehr cool. Das haben wir hier vorne. Ja, ist der Teileverkauf. Da kann man sich hier ein bisschen austoben, wenn man für ein Bauprojekt was braucht. Ja, das ist hier alles ganz gut durchsortiert. Straßenplatten, Bauplatten und zu Hause für das eigene Organisieren der Steine haben wir hier einen ganzen Teil. Also hier findet man für sein eigenes Bauprojekt auch das ein oder andere, um hier dann zu bauen. Dann haben wir hier verschiedene Platten hier auch von Open Bricks. Die werde ich euch auf der Messe auch nochmal zeigen, die Neuheiten von denen. So, und dann geht es hier weiter. Da geht es unten in die Kellergewölbe. Die kann ich euch leider nicht zeigen, obwohl die echt spannend sind, muss ich sagen. Da passiert nämlich die ganze Magic, da wird das Ganze gebaut. Aber schaut mal, was da unten so steht. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Das ist mal ein cooler Technik-Truck hier. Oder auch der Doppeldecker, das ist cool. Und dann gehen wir hier die Treppen jetzt hoch. Ja, und da haben wir hier so ein bisschen Space. Ja, die Rakete wird so manche auch zu Hause haben. Ist einmal ein tolles Set gewesen. Ja, dann geht es hier weiter hoch. Und dann kommen wir hier in den ersten großen Ausstellungsraum. Und da ist eine riesengroße Landschaft.
Da kann man schon mal ein paar Minuten verbringen, würde ich sagen. Oder auch eine Stunde. Einfach nur, indem man hier schaut, was es hier alles zu sehen gibt. Gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen dran lang. Dann haben wir hier verschiedene Züge in den Vitrinen. Und Dominik hat schon gesagt, denen geht langsam hier der Platz aus, weil die so voll sind. Und es gibt wirklich viel zu sehen hier. Den Raum mag ich hier ganz besonders. Den anderen zeige ich euch gleich nochmal genauer, aber ich wollte eben einmal erst hier durchgehen. Dann haben wir hier eine sehr coole Star Wars Landschaft. Das ist richtig klasse. Dann hier sehr cool. Aliens und auch hier der Kampf in der Ladebucht hier. Da ist der Humanoid-Druid, verliert seine Hydraulikflüssigkeit. Dann geht es hier zurück in die Zukunft, der DeLorean. Doc Brown versucht gerade hier noch hektisch die Stromverbindung hinzubekommen. Dann hier ein paar DC-Bösewichte und Helden. Hier die Batcave. Verschiedene Batfahrzeuge und Flugzeuge. Die Eisprinzessin. Sehr schön. Das Disney-Schloss. Dann haben wir hier auch noch ein paar schöne Sachen. Also hier ist schon so einiges bei, wo man die eine oder andere Minute verweilen kann, um zu gucken. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Haben wir einmal hier den Flughafenbereich. Dann haben wir hier so ein bisschen Kirmes und der Bereich, der wird demnächst umgestaltet, hat er mir erzählt. Da kommt noch ein bisschen was Neues hin. Dann haben wir hier den Bahnhofbereich. Und wir haben dann hier in verschiedenen Stellen so Knöpfe, die kann man drücken. Und dann passiert theoretisch auch was. Ja, wahrscheinlich ist es gerade nicht an. Normalerweise würde ich jetzt das Riesenrad sich zum Beispiel drehen. Einmal hier, der geneigte Beobachter wird es gemerkt haben. Monorail. Aber die haben wir nicht nur hier, die gibt es auch gleich noch in der anderen Sache. Dann haben wir auch sehr cool verschiedene Sachen. Hier haben wir den Daily Bugle, dann haben wir hier das Avengers Tower. Dann hier den von Ghostbusters, das Ghostbusters Haus. Hier haben wir das Menschen, Batcave. So, Häuserbeleuchtung. Ah ja, jetzt fängt es da hinten an zu leuchten. Ich hoffe, man sieht es hier auf dem Bildschirm. Also hier gibt es wirklich reichlich zu sehen. Das kann ich euch gar nicht alles so auf dem Butz jetzt hier. Ja, dann läuft, fährt hier die Eisenbahn lang. Ich weiß nicht, wo die sich anschaltet. Aber die ist auch wirklich fährt. Also hier bewegen sich auch verschiedene Sachen. Und da wird demnächst auch noch umgebaut. Da kommt eine andere Basisplattenkonfiguration drunter, dass das Ganze hinterher mit Beleuchtung auch ist. Dann haben wir jetzt hier die maritime Welt. Auch mit ein bisschen Unterwasser. Dann hier die Seashore-Sachen. Da hinten ist eine Welt, die wird demnächst auch noch überarbeitet. Da sind sie sich noch nicht hundertprozentig sicher, was daraus werden soll. Da war eigentlich mal so ein bewaffneter Konflikt. Jetzt wird es irgendwas anderes werden.
Aber hier. Unsere Madame Liberty. Zum Urlaub machen. Und ihr seht, hier sind nicht nur Lego-Sets, sondern auch von allen möglichen anderen Herstellern. Ne? Hier zum Beispiel ist der Lokschuppen von Bluebricks mit dabei. Und auch jede Menge andere Sachen. Ja, mal gucken, was haben wir hier. Das müsste man scannen, um zu gucken, was drauf steht. Ha! Irgendwas fährt jetzt los. Ach, da hinten fährt jetzt eine Bahn los. Also. Ist auch cool. Das hier dann am ganz anderen Ende, was? Ah, da kommt sie rein. Ach, guck mal, da kommt sie jetzt um die Ecke gefahren. Sehr schön. Die fährt hier durch die ganze Landschaft. Und da, wo sie jetzt gerade drinnen verschwindet, da beginnt hier eine Ninjago-Welt. Und geht dann hier über in die Flucht der Karibik-Welt. Und da habe ich schon gesagt, oh, wenn hier mal irgendwas umkippt oder hier, wie zum Beispiel da oben, das Bild hat sich gelöst, dann muss er jetzt morgen mal dran. Ich sage, oh, das ist aber hier Pain in the Ass. Sagt er, nee, nee, das ist so stabil gebaut hier, da kann ich drauf rumlaufen auf Socken und kann das wieder machen und alles regeln. Und hier seht ihr gerade, da wird die ganze Wasserfläche, die wird noch mit Fliesen versehen. Also das ist hier immer Work in Progress, das Ganze. Hier haben wir dann nochmal eine Atlantis-Unterwasserwelt hier. Mit ein bisschen Ariel dabei und allem. Hier oben haben wir dann den Kraken, der gerade das Schiff in die Tiefe reißt. Dann haben wir hier Port Royal oder irgendwas in der Richtung. Verschiedene Schiffe. Hier kommen die Knochenmänner an und dann haben wir hier die Pirateninsel. Es gibt hier viel, viel, viel zu entdecken, aber das ist auch immer noch nicht alles. Weil hier in dem Raum, da werden einige von euch jetzt hier in Verzückung geraten, da haben wir die Classic Space Serie von Lego und eine riesengroße Komet. Und das Coole bei dem Raum ist, den haben die so unverändert gelassen, weil der so in so einem geilen 70er, 80er Jahre Charme hier ist mit den Lampen und alles. Das passt einfach hier super zu. Ne? Und dann hilft das auch cool. Zu der Komet gibt es auch der passende Besatzung und eine kleine Komet. Und ansonsten haben wir hier Blacktron und wie sie alle hießen. Ich bin ja selber hier in diesem Bereich gar nicht so zu Hause, weil das war mein Dark Ages. Und bei mir, ich war ja hier in diesem Bereich eher so zu Hause. Wirklich in dem blau-grauen Classic Space. Ja, aber auch hier wird so mancher Kindheitserinnerung wiederfinden. Und auch hier haben wir wieder eine Monorail, die hier fährt. Ja. Und dann können wir ja jetzt mal wieder gucken, im nächsten Geschoss geht es nämlich noch weiter. Push drücken. Und dann geht es hier wieder hoch. Und dann haben wir hier so verschiedene Militärsachen. Ja, ein bisschen Kobi und sowas. Es gab schon reichlich Fliegzeuge von Kobi im Laufe der Zeit. Hier die erste Weltkriegsflieger, verschiedene Panzer, noch mehr Panzer und dann hier das Wichtigste, die Feldküche. Ja, hier so ein bisschen. Richtig oldschool. Die Mondlandefähre von Lego, die ganz alte. Die alte Feuerwehrstation. Fort Legoredo. Also hier sind wir wirklich ganz tief in the ages. Dann hier, so eins hatte ich immer mit in der Badewanne.
Sehr schön. Also richtig schön alt hier. Ja, das ist übrigens der Vorgänger von Friends da hinten. Da wurde den Mädels mal beigebracht, wo sie hinterher hingehören. Da hat sich ja zum Glück einiges geändert. Ja, für doofe steht Strandpol. So, dann haben wir hier den Bereich. Hier kann man Kindergeburtstage feiern. Was natürlich auch sehr cool ist. Da gibt es hier natürlich Bällebad. Dann hier die Cafeteria. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen was zu essen. Und dann haben wir hier den Bauraum, wo die Kleinen sich wirklich austoben können. Werden Mama und Papa in Ruhe einen Kaffee trinken. Ja, also hier gibt es genug, wo die Kleinen sich austoben können. Mit ein paar Anregungen hier, verschiedene Bücher. Dann kommen wir hier in den Raum. Der ist noch ein bisschen Work in Progress. Da ist nämlich noch mal ein bisschen Platz. Da kommt demnächst eine Kirmeslandschaft hin. Dann haben wir hier ein Diorama. Das wird der ein oder andere von euch noch kennen, wenn er mir schon ein bisschen folgt. Und zwar haben wir das in Hameln auf der Ausstellung gesehen. Das ist vom Brick Soldier, sein Militärmuseum. Und das ist auch mal richtig cool. Da kann man auch schon näher rangehen. Er ist selber begeisterter Militärklemmer und hat sich aber gedacht, wie kann man das vernünftig ausstellen? Und er hat gesagt, das ist eigentlich geil, wenn man das Ganze wie so ein Museum gestaltet. Deswegen haben wir hier jetzt quasi ein Klemmbausteinmuseum im Klemmbausteinmuseum. Und wenn man genau hinguckt, finden sich hier Sigfix von allen möglichen YouTubern und auch YouTube-Community-Membern wieder, die halt hier ihre Heimat gefunden haben. Dann haben wir hier noch den klassischen Kobi Tiger 1, passend dazu der Kübel. Dann hier haben wir den Luftfilter von einem Dyson-Staubsauger. Ah nee, das ist das BMW-Gebäude. Dann haben wir hier wieder, ne, interaktiv mit drücken, kurz warten. Ja, da kriege ich gleich spontan Lust, mal wieder Ghostbusters zu gucken. Dann haben wir hier ein bisschen Mittelalterliches. Plus hier, ja, das ist mal eine Burg, ne? Ein bisschen düster, aber cool. Ja, und das Witzige ist halt, in der Burg ist richtig was los. Haben wir einmal hier oben. Ich würde mal fast sagen, die gute Frau heißt auf den. Das ist ein Mann, ja, Van Helsing wird der wohl heißen, denke ich mal. Weil hier in dieser Burg, da passiert so einiges. Ja. Unheimliches und Fieses geschieht da. Also hier hat jemand auf alle Fälle einen ganzen Schwung Kindheitstraumata abgearbeitet. Dann geht es hier nochmal rum. Dann haben wir hier einen Raum, wo man ein bisschen sitzen und essen kann. Ne? Für Geburtstagsessen, ist klar. Ja, da ist dann, sitzt dann hier die kleine Prinzessin oder der kleine Prinz am Kopfende. Die ganzen Kumpels und Kumpelinen können hier auch lecker essen. Ja, und auch hier haben wir wieder ein bisschen was, was man gucken kann. Ein bisschen was, was man bauen kann. Kisten voll mit Steinen. Also eigentlich so, was sich jedes Kind zu Hause wünschen würde. Hier kann man auch ein schönes Bobbycar-Rennen machen. Ja, und wenn man dann als Erwachsener oder auch als Kind mal ein bisschen entspannen will, dann kommen wir hier in den Bereich. Da ist eine Bibliothek, eine kleine, mit verschiedenen Sachen zu den Informationen zu den Sachen, wo es hier Sets von gibt. Oder auch einfach ein bisschen sowas zu lesen, ein Pferdebuch. Ja, drei Ausrufungszeichen, drei Fragezeichen, Kids. Kann man sich dann hier schön gemütlich hinsetzen und kann eine Runde schmökern. Und kann dann hier den Tag im Museum ausklingen lassen. Ja, hier in
Frankensteins Klemmbaustein-Museum. Sehr cool. Kein Zutritt für Besucher. Gerade das reizt mich ja eigentlich immer, ne? Ja, ihr Lieben, das war heute hier die Tour durch das Museum. Eine Nacht im Museum ist gar nicht mal so kurz geworden. Ne? 20 Minuten habe ich jetzt gebraucht, einfach nur einmal durchzulaufen. Und das war wirklich nur, um euch zu zeigen, was es hier überhaupt gibt. Es gibt ja hier reichlich Details zu entdecken. Also plant wirklich ein paar Stunden ein, wenn ihr hier mal in der Ecke seid und vorbeischaut. Macht es euch gemütlich, schaut durch, trinkt euch einen Kaffee, baut selber ein bisschen was, habt Spaß mit den Kindern. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen eine schöne Geburtstagsgeschichte, wenn ihr hier in der Ecke wohnt. Da kann man die Kinder dann hier schön bespaßen, betreutes Bauen. Also ich denke mal, das könnte durchaus eine interessante Sache sein. Von daher, ja, das war hier mein kleiner Rundgang durch das Frankensteins Klemmbausteinmuseum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann schreibt mal unten in die Kommentare rein, was euch am besten gefallen hat, was ihr euch vielleicht wünschen würdet hier in so einem Museum, was ihr hier gerne sehen würdet, was mal aufgebaut werden sollte. Und ich spoiler mal, es wird hier auch demnächst das ein oder andere von Kiddiecraft zu sehen und zu kaufen geben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, habt eine schöne Zeit beim Bauen. Bis bald. Tschüss.